Mein Name ist Max Riemel. Ihr kennt mich vielleicht aus Filmen wie Der rote Kakadu, Die Welle oder Napola. Demnächst startet mein neuer Film 13 Semester. Schauen Sie doch mal nach links und dann nach rechts. Rein statistisch gesehen werden Sie die beiden Kommilitonen beim Diplom nicht wiedersehen. Die beiden sprühen vor Ehrgeiz. Wir studieren hier Wirtschaftsmathe und nicht Sozialpädagogik. Aber ich werde jetzt nicht gerade aus der Lerngruppe geworfen, oder? Und wir müssen jetzt echt mal einen anderen Gang reinlegen. So schaffen sie ihr Studium locker in 10. Bist du schon fertig? The early bird catches the worm. Also, in 13 Semestern. Der frühe Vogel kann mich mal. The early bird. War die Typ auf Pille oder was? So, jetzt zeige ich euch mal, was ich mag oder auch nicht mag. Kommt mal mit. Ein sehr guter Film, Walk the Line. Mochte ich sehr. Ein sehr emotionaler Film. Auch wenn ich mich mit dem Hauptdarsteller ein bisschen schwer tue. Fand ich ihn gar nicht so schlecht. Robert mit dem roten Anzug, King of Comedy, sehr guter Film. Dirty Harry, ach Mann, das sind zu viele Klassiker, die ich alle gerne mag. Takeshi Kitano, also viele kennen ihn halt von seiner Sendung irgendwie, Takeshis Castle. Er kann auch sehr lustig sein, hat sehr viel Humor. Hanabi, super Film. Den ersten Film, den ich von ihm gesehen habe, ganz unbewusst, war Brother. Den fand ich sehr lustig, als er damals rauskam, weil er halt seinen trockenen Humor da unter Beweis gestellt hat. Und dann bin ich halt in die Videothek gegangen und habe gesehen, er hat doch sehr viele Filme gemacht und selber auch mitgespielt. Und er ist halt wirklich ein Macher und macht das ganz toll. Ja. Französisch mag ich zum Beispiel La Haine, Hass. Sehr doll, hat mich sehr geprägt, dieser Film auch. Genau, hier haben wir ein sehr realistisches Werk, City of God, weil es vielmehr ein Projekt ist, was sich halt um die Darsteller an sich dreht, als um die Geschichte selber. Und es ist sehr schön herausgearbeitet, auch die Charaktere. Und die Geschichte macht einfach Spaß. Berlin, Ecke Schönhauser. Ein sehr schönes Beispiel wieder. Für Realness. Ganz toller Film, tolle Darsteller, tolle Musik. 1A-Film. Gibt sehr schöne Stimmung wieder, wie es damals so gewesen sein muss, hier um die Ecke. So, goldene Zeiten. Schöner Humor, gefällt mir. Ist leider im Kinos gefloppt irgendwie. Kam nicht an Bang Boom Bang ran. Hat aber einen super Humor. Ich mag auch den Autor und ja. Finde ich ganz toll gespielt, weil die Leute halt, man merkt es ihnen an, sind aus dem Pott und ja, wissen, was sie machen. Schwarze Schafe. Nicht schlechter Specht. Also man denkt immer, man kann nicht geschockt werden im Kino, man kann nicht irgendwie überzeugt werden von irgendetwas Neuem, aber ich fand super. Hat Spaß gemacht. Ich komme aus Berlin und habe viel mit der Graffiti-Szene zu tun gehabt und ich muss sagen, nicht nur weil ich den Kameramann jetzt durch den neuen Film 13 Semester kenne, als der erste deutsche Graffiti-Film, wo das super rausgearbeitet ist, habe ich viel von erwartet, fand ich ganz langweilig, auch wenn viele meinen irgendwie Gus Van Sant, das ist top, hat mich irgendwie gelangweilt. Ja, hier haben wir wieder Leonardo DiCaprio, der auch sehr früh schon sehr, sehr gut war. Also wenn ich mir das heute auch nochmal angucke, ist es teilweise unglaublich, also was der schon gespielt hat in seinen ersten Filmen und was für ein Glücksschwein, da spielt er mit Robert De Niro gleich zusammen. Ne? Das ist echt, da kann man ja nur gut werden. Oh ja, einer meiner Lieblingsschauspieler. Gar nicht mal, weil er so spielt, wie er spielt, sondern weil er so ist, wie er ist. Also er ist wirklich eine Gewalt, sagen wir mal so. Eine Laune der Natur und es macht immer wieder Spaß. Es ist wie so eine Fallstudie irgendwie, dem Ganzen zuzugucken. Und auch die ganzen Dokus, die es darüber gibt oder sein eigenes Buch. Es muss nicht mal wahr sein oder es muss nicht mal was dran sein. So. Es ist einfach wirklich unglaublich, wie ein Autounfall oder so, wo man nicht weggucken kann. Leider
konnte ich mir diesen Film nie wirklich richtig angucken. So, ich habe es immer wieder versucht, irgendwie einen Zugang dazu zu finden, aber mir war es einfach nicht möglich. Ich habe nichts gegen Kitsch eigentlich, also nicht im Vornherein oder so. Ich bin offen für alles, weil ich beachte ja auch die anderen Aspekte eines Films. Also auch wenn es jetzt nicht meinen Geschmack betrifft oder so, ist mir wichtig halt, wie die Leute spielen, beziehungsweise wie er gemacht ist. Aber es war einfach zu viel. Das sind Filme, die kann ich mir leider nicht angucken. Geht nicht. Drogenfilme machen Spaß, wenn sie wirklich realistisch sind. The Big Lebowski ist wirklich ein Hammer. Ich habe den damals mit meiner Mutter im Kino gesehen. Wir haben uns totgelacht. Also der ist wirklich sehr gut. Den kann man sich auch immer wieder angucken. Das sind Kindersachen, also Sachen, die mich geprägt haben. Wahrscheinlich ganz unbewusst früher. There Will Be Blood, jetzt um nochmal auf Daniel Day-Lewis zurückzukommen. Also das war wirklich so ein Punkt, wo ich mir dachte, wenn man sowas spielen kann, dann kannst du eigentlich aufhören mit dem Beruf. Also dann hast du wirklich, also steigern kannst du dich nicht mehr. Du kannst halt die Themen verändern, du kannst die ganzen Variablen verändern, aber also wenn du das als Schauspieler erreicht hast, was er gemacht hat irgendwie in diesem Film, dann kannst du wieder was anderes machen, dich anders verwirklichen in diesem Leben. Was ich auch sehr schön finde, ist Magnolia. Eine super Geschichte, gut erzählt und ja, wahnsinnig gespielt. Ich mag das erste Mal Tom Cruise. Hammer gemacht. Wenn man wissen will, wie Film abläuft, muss man diesen Film geguckt haben, wirklich. Also der ist, oder die ganzen Ängste zu kennen überhaupt über diese Arbeit und so, der ist schon wiedergegeben. Einer meiner wirklich Lieblingsschauspieler, das ist ein prima Regal hier, einer meiner Lieblingsschauspieler, John Malkovich. Ich weiß nicht, woran es liegt irgendwie, ob er so hyperintellektuell ist, wenn man sich wünscht, irgendwie irgendwann da ranzukommen oder so, so viel Wissen sich anzuhäufen, um sich mit so einem Menschen irgendwie ernsthaft zu unterhalten, oder weil er einfach mal eisenhart immer cool spielt. Und ja, deswegen hat er sich auch wahrscheinlich diesen Film verdient irgendwie. Also, ja, meine Kindheit geprägt von auch teilweise Trickfilmen. Teenage Mutant Hero Turtles und so, war ich natürlich Fan von. Aber noch davor gab es Sachen wie zum Beispiel Der Maulwurf, fand ich sehr sympathisch. Gran Torino. Selten so gelacht bei solch ernsten Themen. Ja, es war mir fast peinlich im Kino irgendwie, wo ich der erste Lacher war, wo die rassistischen Witze kamen irgendwie, und dann haben sie doch alle mitgemacht, naja, weil sie dann verstanden haben, worum es ging. Also wirklich, also Clint Eastwood ist einer der besten Regisseure wahrscheinlich. Ich weiß auch nicht warum, aber ich mag Will Ferrell. Eine falsche Moral, wirklich. Mr. Deeds, fernab von allem. Ist mir einfach nicht sympathisch. Die Tiefseetaucher. Wie gesagt, Bill Murray, trockener Humor. Der kann Bier ernst sein, findet man lustig. Little Miss Sunshine. Finde ich auch ganz süß. Gut gespielt. Ist jetzt nicht der Humor, wo man sich totlacht. Apropos, der Film, wo ich mich totgelacht habe, der lustigste Film für mich, ist SpongeBob, der Film. Ich weiß nicht, ob wir den hier haben gerade, aber das ist wirklich der lustigste Film für mich, den es überhaupt gibt, weil er wirklich richtig gut gemacht ist. Es hat nichts mit der Serie zu tun. Also wer sich das jetzt anguckt und denkt, Max Riemel mit Max SpongeBob, so stimmt es nicht. Es ist wirklich der Film. SpongeBob, der Film, ist ein Knaller. Gute Kombo. Alle drei sehr fähig auf jeden Fall. Fand ich ziemlich lustig. Auch ein Knaller. Sehr lustig. Sehr, 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 sehr lustig. Also wenn einem langweilig ist beim Drehen, dann haut man immer einfach ein paar Sprüche raus irgendwie, und dann kommen auch ein paar aus diesem Film. Hat man gesagt, oh, fand ich auch cool. Colin Farrell mal ganz anders. Damit hat er es wieder geschafft. Eminem. Hätte keiner gedacht, aber er hat einen guten Film gemacht. Die Geschichte an sich reißt mich nicht vom Hocker, aber er ist auch sehr gut gemacht. So, liebe Leute, das war's für heute. Ich bedanke mich sehr. Ich hoffe, ihr guckt alle meinen Film 13 Semester, weil er wirklich komisch ist. Wenn ihr meine Art von Humor mögt, dann mögt ihr auch diesen Film. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, was meinen Filmgeschmack angeht, dann guckt einfach auf Moviepilot. Ansonsten haut rein. Wir sehen uns im Kino.